Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es eine weitere Sorte von Social Smoke und zwar geht es heute um den Absolute Zero. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, der Social Smoke Absolute Zero. Erstmal vorneweg, was soll das Ganze sein? Beim Absolute Zero handelt es sich um eine Pfefferminze mit einer krassen Eisnote. Es ist aber eine ganz besondere Eisnote, aber da kommen wir dann gleich beim Geruch und Geschmack nochmal genauer drauf. Als erstes blende ich euch mal den Kopfbau ein und ihr seht schon, Schnitt und Feuchtigkeit sind auf jeden Fall perfekt getroffen. Der Tabak ist ordentlich feucht, aber ihr habt keine überschüssige Molasse in der Dose bzw. im Zipper. Und der Schnitt geht auf jeden Fall auch klar. Also er lässt sich sowohl im Funnel als auch im Tonkopf und sogar im Hotshot RT sehr, sehr angenehm bauen. Der Tabak kostet nur 15,90 Euro für 100 Gramm. Und das ist auch immer noch das größte Manko für mich beim Social Smoke. Er ist immer noch relativ teuer. Ich meine, er ist vollkommen gemacht in der USA und dann nach Deutschland importiert und so. Klar, dann wird es einfach ein bisschen teurer. Man kennt das ja von Ami-Tabakmarken, die nach Deutschland rüberkommen. Aber es tut einfach ein bisschen weh. Für so eine 250-Gramm-Dose muss man 32,90 Euro bezahlen. Und das ist schon wirklich ziemlich hart. Den Absolute Zero habe ich schon vor Jahren sehr, sehr gerne geraucht und bin sehr froh, dass ich jetzt mal wieder ein Düschen da habe und freue mich auch drauf. Das ist jetzt sogar der erste Kopf, den ich von dieser Dose rauche. Also bin ich auf jeden Fall gerade definitiv auf Wolke 7. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Geruch von dem Ganzen. Ja, und ihr habt direkt den typischen Oldschool Absolute Zero Geruch in der Nase. Es riecht... Ich will das Wort eigentlich nicht benutzen, aber es riecht ein bisschen wie eine Zahnpasta. Aber es gibt viele, die haben versucht, den zu kopieren. Es gibt viele, die sind daran gescheitert, wo der Tabak einfach nur nach einer billigen Zahnpasta geschmeckt hat. Und auch wenn ich das so ein bisschen mit einer Zahnpasta vergleichen würde, wie der jetzt schmeckt, ist es definitiv nicht negativ gemeint, wie das bei vielen anderen Tabaksorten so der Fall wäre. Er riecht auf jeden Fall sehr, sehr frisch, sehr minzig. Ja? Also gerade so zum Frühstück nach dem Zähneputzen, glaube ich, der perfekte Tabak. Kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Ich würde sagen, damit kommen wir dann auch mal zum Rauchverhalten. Und wie ihr seht, raucht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Wie von Social Smoke gewohnt, absolut perfektes Rauchverhalten. Also er drückt kein bisschen, er kratzt kein bisschen, lässt sich sehr, sehr gut rauchen. Und ja, die Wolken gehen, glaube ich, auch fit. Dafür, dass es ein Tonkopf-Setup ist und jetzt nicht Funnel oder Funnel-Overpack, finde ich, das geht auf jeden Fall klar. Wir können ja nochmal gucken. Also ich denke, für ein Tonkopf-Setup kann man sich da definitiv nicht beschweren. Und wie gesagt, er läuft wirklich butterweich. So, der wichtigste Punkt, der Geschmack. Es ist praktisch wie im Geruch. Ihr habt diese typische leichte Zahnpasta-Pfefferminze am Start, gefolgt von noch einer sehr frischen Eisnote. Es schmeckt aber nicht nach einem bitteren Menthol, sondern einfach sehr, sehr erfrischend. Ihr habt auch sehr, sehr lange noch eine frische Note im Mund. Und das fehlt mir zum Beispiel bei vielen Sorten, die es im Moment so gibt. Dass die frische Note anhält. Also man hat das oft, man atmet aus und dann ist alles wieder wie vorher. Wenn man noch die gute alte Alfacher-Minze oder sowas im Hinterkopf hat, weiß man, das ist der ganze Mundraum, der noch eiskalt danach schmeckt. Und so ist das auch bei dem Absolute Zero. Da macht er seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre und gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht noch ein paar Worte zum Setup. Ich rauche nämlich gerade mit der neuen Somo-Kohle. Vielleicht noch ein paar Worte zu der. Ich finde sie vom Hitzeverhalten sehr, sehr geil. Einziges kleines Manko an der Kohle ist, dass sie beim Anrauchen etwas unangenehm riecht. Aber Leute, immer Fenster auflassen, sowieso wegen Kohlenmonoxid. Und dann ist das auch kein Problem, dass sie ein bisschen riecht. Beim Rauchen dann habt ihr auf jeden Fall keine Geschmacksverfälschung. Schmeckt sehr, sehr intensiv nach dem Tabak. Ihr schmeckt definitiv nichts von der Kohle. Sie hält sehr, sehr lange. Und bis jetzt ist mir auch nur eine einzige jemals gebrochen. Also von daher auch sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich habe sogar gesehen, dass sie nach dem Anmachen deutlich größer ist, als so manch andere Kohle nach dem Anmachen schon ist, auch namhafte Kohlen. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin ja gespannt, was da noch so kommt. Ich hoffe, dass da auch eventuell irgendwann mal noch so eine Hexagon-Kohle kommt, dass man irgendwie Tangiers in einem Funnel oder sowas
rauchen können. Ja. Noch die abschließende Sternebewertung zu dem Tabak. Ich muss dem auf jeden Fall 9,5 Sterne geben. Abgesehen vom Preis gibt es nichts, was ich an diesem Tabak bemängeln würde oder verbessern würde. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr nice. Leute, wenn euch das Review gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.